Hallo meine Süßen, ich bin heute wieder da mit einem Video über meine Augenbrauen. Und das wurde ja wirklich, wirklich oft angefragt bei Instagram und ich habe Privatnachrichten bekommen. Und diesmal dachte ich mir, ich war jetzt gestern das zweite Mal zum Nachstechen sozusagen und Nachritzen und habe die Kamera mitgenommen. Auch beim ersten Mal schon, aber beim ersten Mal ist die Bildqualität nicht ganz so gut geworden, aber ich zeige euch trotzdem natürlich die Ausschnitte und beim zweiten Mal habe ich die große Kamera mitgenommen und die liebe Sabrina, die dann gefilmt hat und dann kann ich euch ganz detailgetreu zeigen, wie das Ganze vonstatten geht. Ende des Videos werdet ihr dann nochmal ein paar Infos bekommen und ja, viel Spaß beim Video. So meine Lieben, wir sind jetzt da, ich liege jetzt schon auf der Liege und ja, ich habe mich dazu entschlossen, meine Augenbrauen machen zu lassen, weil ich absolut nicht zufrieden damit bin, weil sie nach unten wachsen und dadurch oben ganz schön licht sind, also nicht wirklich schöne Form. Und ja, jetzt machen wir sozusagen erstmal eine Seite und dann erklärt euch hier. Genau. Wir zeichnen erstmal. Ja, ja? Super. Einmal mit, einmal ohne. Wow. Bisschen mehr Ausdruck, ne? Total. Genau so wie du immer haben wolltest. Ich kriege das immer mit dem Stift, du weißt ja. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Sehr schön. Ne, wenn es dir gefällt, total. Können wir die andere Seite auch nochmal angleichen und dann geht's los. Ja, cool. Kann sich immer so gar nicht vorstellen. Ich habe angezeichnet und ich finde das so krass, was Augenbrauen ausmachen. Das war immer das, was mich am meisten gestört hat. Das wisst ihr ja. Und wow, das ist so krass, das ist so heftig. Jetzt wird gleich nochmal drüber geguckt von der Kollegin und dann segnen sie das nochmal ab und dann geht's los. Ich bin echt mega aufgeregt. Ich bin hier reingekommen und habe gezittert, weil ich so nervös war, weil ich echt schon sehr lange drunter gelitten hatte. Und wie ihr ja wisst, bin ich gerade dabei, mich aufzupimpen. Die erste Linie wird ein kleines bisschen kratzen, danach mache ich aber Betäubung drauf. Da sind dann die Poren schön geöffnet, dann wirkt die auch besonders gut und dann spürst du gar nichts mehr. Okay, nee, ich bin hier tätowiert, ich weiß ungefähr. Ja, kann sein, dass es ein bisschen in der Nase kribbelt oder die Augen drehen, ist aber ganz normal. Okay. Einfach nicht irritieren lassen und möglichst die Augen geschlossen halten. Es wird auch die ersten Tage etwas intensiver aussehen. Nach 3 bis 5 Tagen bildet sich der sogenannte Farbüberschuss. Und dann wird die Farbe bis zu 60% heller. Okay, super. Also dieser Farbüberschuss, der schützt sich dann ab. Sind so kleine Farbschüppchen von alleine runter. Und dann wird es also nicht traurig sein, wenn es danach erstmal sehr hell wird. Wir können es beim nächsten Mal noch nachmachen. Okay. Kann man es wieder intensiver machen, je nachdem wie du es halt magst. Okay, super. Und wie es zu dir passt. Und gewöhnt sich wahrscheinlich auch sehr schnell dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Meine Süßen, ich bin gerade auf dem Weg zu Swan Beauty. Ich war schon zweimal da, also heute ist das zweite Mal sozusagen. Ich bin heute aber auch nicht alleine. Die Sabrina ist mit dabei. Und sie wird heute die Nahaufnahmen machen, weil das war damals vor 6 Wochen nicht ganz so einfach zu drehen alleine. Und dann dachte ich, ich nehme sie mit und sie soll ja jetzt auch öfters in meinen Videos vorkommen, ne? Weil sie ist eine ganz liebe und auch eine Mami und da werden wir bestimmt noch einige Videos zusammen drehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video und wir sehen uns dann bei Swan Beauty. Weißt du, was gemein ist? Hier ist ein kleiner Sushi-Laden nebenan. Mmh, und lecker. Das ist der Wartebereich.
Also, gutes Marketing, würde ich sagen. Das ist der Wartebereich und du siehst auch das Sushi-Restaurant. So, wir sind hier bei Swan Beauty und wir gehen jetzt rein und schauen uns mal den Laden an und dann geht es zu meinen Augenbrauen. Kamera läuft. Yeah. So, wir sitzen jetzt hier auf der Liege schon, also ich liege hier, sagen wir mal so. Und ich habe schon ein Betäubungsbier drauf und wir haben uns so angeguckt, was wir noch machen wollen und ob wir es intensivieren oder nicht. Und dann geht es auch gleich nur so, das muss jetzt ein, zwei Minuten einwirken, die Betäubung, und dann fangen wir an. Ich empfehlen würde, dass du wirklich die mit dem Augenbrauenbürstchen die Härchen morgens dann ein bisschen nach oben bisschen hier mit diesem Bereich nach oben, im vorderen und im hinteren Bereich einfach in die Buchsrichtung. Man kann auch mal so ein bisschen haarfestiger, wenn sie das Augenbrauenbürstchen machen, ein bisschen Haarspray und die Damen schön in die Buchsrichtung kämmen. Ja. Dann legen die sich noch mehr in Form. Okay, super. Ja? Ja, so du mich einfach. Sehr schön. Wunderbar. Zurücklegen, entspannen. Wir finden die noch ein bisschen intensiver, wie du sagst, vom Farbton. Die Form ist wunderschön, die Farbe ist auch ganz toll, aber noch ein bisschen kräftiger. Das ist schön, ja. Ja? Weil ich jetzt auch diesen braunen Ansatz brauche. Finde ich gut. Wir machen super, dass wir uns nicht erschrecken.
Bei Swan Beauty war das jetzt direkt so, dass ich hingekommen bin. Ich habe mir das anzeichnen lassen. Ich habe noch nicht gesagt, ja, ich möchte das definitiv haben. Habe dann mir das richtig anzeichnen lassen. Habe lange überlegt gehabt, weil ich schon seit Jahren unzufrieden bin mit meinen Augenbrauen. Und da hat man mir das erstmal angezeichnet. Dann Lichtpunkte gesetzt, also wo dann halt der höchste Punkt sein soll. Dann haben wir ermittelt, okay, wie sind meine Augenbrauen? Meine Augenbrauen wachsen zum Beispiel die Härchen nach unten. Das ist total unpraktisch. Und, aber für die Pigmentierung allerdings war es eigentlich sogar sehr gut. Somit konnte man das alles ein bisschen einfacher machen. Ich habe relativ viele Augenbrauen und das ist mein Vorteil. Bei mir war nur das Problem, dass es einfach dieses nach unten wachsen. Ich fand das nicht schön, dadurch sah das hier oben immer so aus, als ob es nicht wirklich voll wäre. Ich musste jedes Mal nachzeichnen und das ist einfach anstrengend gewesen. Und als Brillenträger, weil ich ja mehrere Brillen habe, hier bei dieser hier geht das jetzt gerade, habe ich mir immer mein Augenbrauenprodukt hin und her geschoben, wenn ich halt, ich mache ja gerne so, ne, ihr versteht schon. Und da ist das Ganze immer verwischt, auch wenn ich es fixiert habe, es sah einfach immer nicht so schön aus. Und am Ende des Tages hatte ich da irgendwie mehr Mitschematsche als wirklich Augenbrauen. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen und dann haben die mich gefragt, ob ich hier außen einen Kantenhaar, also eine kantigen Abfall haben möchte oder eben einen etwas runderen. Und weil ich selbst ein relativ rundes Gesicht hier oben habe, habe ich gesagt, ich würde das gerne rund haben. Also wir haben das einmal eckig, einmal rund angezeichnet. Also wir haben uns da wirklich sehr viel Zeit gelassen für nur das Anzeichnen, um wirklich ein perfektes Bild zu haben, dass es symmetrisch ist. Und das Gute fand ich, es kam dann, nachdem das angezeichnet wurde, noch jemand Zweites dazu, der sich das nochmal angeschaut hat, ob es wirklich symmetrisch ist. Und das hat mich unheimlich beruhigt, denn es ist einfach in meinem Gesicht und da sollte das schon symmetrisch sein, weil man selbst ist ja so ein bisschen geblendet davon, denkt so, wow, ich habe Augenbrauen, wo kommen die denn auf einmal her? Und dann kam sogar noch eine dritte Person und die hat mir das dann natürlich auch pigmentiert, hat auch nochmal die Feinarbeiten gemacht, nochmal hier und da ein bisschen mehr den Bogen ausbalanciert. Also es war wirklich, wirklich lange gedauert und ich fand das aber sehr, 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 sehr positiv und war sehr glücklich darüber, dass man sich dafür so lange Zeit gelassen hat. Und dann das Pigmentieren an sich, das ging relativ schnell. Also man hat ja dann den Stift hier drauf und dann wird erstmal angeritzt, wo man nachher die Härchen genau setzt. Also wie lange sie nach oben gehen sollen und wo die Form endet. Das ist alles ohne Betäubung noch, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist so ein bisschen wie wenn man sich kratzen würde. Es ist nicht angenehm, aber es ist auch nicht schmerzhaft. Dann kommt ein Betäubungsmittel drauf, weil das Betäubungsmittel bzw. Gel ist natürlich flüssig und somit könnte dann die Farbe verrutschen und man könnte dann halt wieder fehlerhaft malen. Was ja nicht passiert, weil man ja vorher angerissen hat. Genau, dann geht das eigentlich auch schon los und durch die Betäubung merkt man eigentlich so gut wie gar nichts. Bei der zweiten Behandlung ging es mir allerdings so, dass wo sie hier vorne die Härchen gezeichnet hat, haben meine Augen getränt. Es tat aber nicht weh. Also es kann sein, dass ihr das nachher in einem Video gesehen habt, aber es tat wirklich nicht weh. Das ist einfach nur ein Nerv, den die dann da treffen. So, also, naja, es ist nicht wirklich ein Nerv. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Dann haben einfach die Augen getränt, obwohl es nicht weh getan hat. Also man kann dagegen gar nichts tun. Die tupfen das auch immer wieder ganz lieb weg und sind da sehr, sehr zärtlich zu euch. Also ist gar kein Problem. Ihr braucht dafür absolut keine Angst haben. Also ich fand jetzt bei Swan Beauty mich super aufgehoben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die Mädels sind mega nett. So, dann lasst uns mal beginnen mit dem, worauf sollte man achten vor der Behandlung und vielleicht auch für euch selbst. Ne? Also ich habe am Tag zuvor keinen Kaffee getrunken, am Tag selbst auch nicht. Keine Aspirin einen Tag vorher nehmen. Man muss natürlich abklären, wie bei Tätowierungen ja auch. Okay, hat man Cortison genommen ein Jahr zuvor, also das Jahr zuvor? Hat man allgemein Medikamente genommen? Das müsst ihr natürlich alles diesen Kosmetikerinnen sagen. Also ihr müsst sagen, okay, ich habe Cortison genommen. Ich bin schwanger, war schwanger, wie auch immer. Das wäre vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Dann ja, also Aspirin, wie gesagt, nicht, blutverdünnende Mittel nicht nehmen, beziehungsweise immer, immer ansagen. Sagt lieber ein bisschen zu viel, als nachher zu wenig. Weil das hat ganz viel mit der Blutung zu tun, mit der Wundheilung zu tun. Es ist ja nun mal eine kleine Wunde sozusagen, es wird ja die Hautschichten werden ja angeritzt. Das solltet ihr schon abklären auf jeden Fall. Dann sind so Fragen, wie hat man eine Autoimmunerkrankung, hat man HIV oder Hepatitis B, all so eine Sachen sollte man natürlich sagen. Worauf ihr achten solltet am Tag zuvor, was ich auch gemacht habe, ich habe vorher ein Gesichtspeeling gemacht, das habe ich bei der ersten Behandlung gemacht und bei der zweiten Behandlung gemacht, dass die ersten Hautschüppchen sozusagen, die eh lose sind, weg sind, weil das würde ja keinen Sinn machen, wenn sie da pigmentieren und nachher ist es eh wieder weg. Dann müsst ihr auf jeden Fall die Sonne meiden, also ihr solltet jetzt nicht irgendwie ins Solarium gehen, ihr solltet nicht unbedingt in Chlorwasser gehen, in eine Sauna gehen die ersten Tage nach der Behandlung.
das sind alles so Dinge, die sollte man schon beachten, damit das Ergebnis zu 100% schön wird. Ne? Also jetzt seht ihr ja, es ist relativ dunkel bei mir. Da gehen aber nochmal so zwischen 50% und 70% der Farbe wieder raus. Das ist ganz normal, das ist der ganz normale Wundheilungsprozess. Und darauf solltet ihr euch einstellen. Also ihr kommt da raus und habt erstmal relativ dunkle Augenbrauen. Ich persönlich fand das jetzt nicht schlimm. Ich finde das eigentlich sogar total schön. Es wird natürlich noch deutlich heller werden. Es ist wie gesagt jetzt der erste Tag nach Behandlung. Von der zweiten Behandlung sozusagen. Und ja, was wollte ich euch noch sagen? Ihr müsst natürlich nach der Behandlung bekommt ihr auch gleich so eine Creme drauf, eine Wundheilungscreme. Die bekommt ihr mit bei der ersten Behandlung. Die hält auch bis zur zweiten, dritten Behandlung definitiv. Das ist relativ viel drin. Das macht man sich immer morgens drauf. Also man wäscht sozusagen die Augenbrauen mit einem Wattepad und sehr, sehr sanft natürlich. Nicht rubbeln, gar nichts. Und dann macht ihr diese Schutzcreme drauf und dann ist sozusagen die Kruste geschützt und wird nicht hart und bröckelt nicht und somit kann die Farbe nicht wieder rausgerissen werden. Also ich versuche das mal so ein bisschen so zu erklären, wie ich es verstanden habe und wie ich es gemacht habe. Und was ihr beachten solltet, nach der Behandlung natürlich nicht mit chemischen Reinigungsmitteln an die Augenbrauen kommen. Natürlich, ich habe mich auch abgeschminkt, aber ich habe die Augenbrauenpartie ausgelassen. Das ist sowieso so, dass die Mädels während der Behandlung ja immer wieder diesen Augenbrauenbereich desinfizieren und reinigen und dann habt ihr ja da eh nichts drauf, also müsst ihr eigentlich nur noch drumherum ein bisschen sauber machen. Ja, das war sozusagen mein Video dazu. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ihr könnt mir gerne nochmal welche unten in die Kommentare schreiben, dann würde ich vielleicht nochmal ein Update machen, weil ich muss in 3 Wochen nochmal hin zum Nachstechen, zur Kontrolle sozusagen. Und ja, schreibt mir gerne alle Fragen rein und dann werde ich euch die natürlich beantworten. Entweder ich antworte euch in den Kommentaren oder ich mache nochmal ein separates Video dazu, falls das denn nötig sein sollte. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, dann werdet ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen. Und bis dahin, muah!